Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Heroes of Might and Magic 5 und diesmal der dritten Mission der Dämonenkampagne. Und die erste Änderung seht ihr natürlich gleich, ab jetzt gibt es also auch hier die Facecam. Ich hätte mir zuerst überlegt, mache ich es erst nach der Dämonenkampagne zum Beginn der nächsten, weil ich nicht immer so mittendrin die Wechsel haben will. Aber an sich ist das ja schon eine schöne Neuerung und ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir gucken jetzt erstmal, genau, nochmal um kurz die Mission zusammenzufassen. Die Eroberung, wir müssen also hier das Land der Elfen durchqueren, um zu diesem Tiero zu gelangen. Agrael hat jedoch nicht die Absicht, sich von ein paar erzürnten Elfen vom Erreichen seines Ziels abhalten zu lassen. Allerdings haben wir die Absicht nicht. So, ich drehe mal hier schnell die Kamera wieder hin. Gut, passt schon. Und die Scrollgeschwindigkeit kommt mir gerade so langsam vor, aber das, ach, das passt schon. Ich habe euch das letzte Mal ja, dass die Aufnahme der Dämonenstadt verweigert. Und das wollen wir jetzt natürlich als allererstes mal nachholen. Schauen wir uns mal die schöne Kamerafahrt an. Ja, Urkarg heißt die Stadt hier. Oder Urkarg könnte man vielleicht auf Deutsch sagen. Und wie ihr seht, das Ganze ist teilweise freischwebend und, oder ich glaube, das Ganze ist wirklich komplett freischwebend. Müssen wir unten nochmal den Boden nachher angucken. Und das sieht schon wirklich übelst heftig cool aus. Aber mir gefällt das immer, wie krass die das halt inszeniert haben. Die ist ein bisschen actionlastiger als die der Menschenstadt, was ein bisschen näher rangeht. Ja, und wenn man sieht, hier werden dann überall noch so Gebäude aus dem Felsen geschlagen, die wir dann in der Nahansicht sehen, sobald wir das eben gebaut haben. Bis jetzt ist da noch nicht so viel. Es ist halt gerade ein schwebender Felsen mit ein bisschen Brücken und Torbögen außenrum. Und abgefahrene Musik vor allem. Gucken wir mal schnell, wann es hier vorbei ist. Ich glaube, wir sind schon einmal rum jetzt so ziemlich. Ja, wie es aussieht, schwebt das Ding komplett frei. Wir sehen, glaube ich, nicht ganz den Boden runter. Da geht das so in den Nebel und jetzt sind wir einmal rum, genau. Wir schauen gleich mal, ob wir hier was Cooles bauen können. Ja, wir können. Also der Dorfplatz steht hier schon, das ist dieses Ding hier. Und lassen wir uns doch mal, wie ging denn das? Ah ja, hier das Ganze anzeigen zu lassen, genau. Da brauchen wir jetzt erstmal drei Baupunkte, zwei Baupunkte haben wir schon, wie es aussieht. Warum bist du dunkler? Ach so, weil wir den auch schon auf Stufe 1 haben, oder? Genau, den haben wir schon auf Stufe 1. Den Tiegel der Quälgeister haben wir, genau, und Tiegel der Unholde können wir bauen. Deswegen haben wir Baustufe 2. Aber was haben wir jetzt erstmal noch dazwischen? Die Taverne, da können wir neue Helden anwerben. In der Schmiede können wir die Ballisten und sowas kaufen und das ganze andere Zeug. Und am Marktplatz können wir Rohstoffe kaufen und verkaufen. Ich glaube, ich will uns erstmal mit dem ganzen Kriegsgerät versorgen. Also bauen wir die Schmiede. Und jetzt möchte ich gerne. Ach, hier wäre das, genau. Jetzt müssen wir hier. Oh, halt, nein. Können wir auch mit Rechtsklick gehen, das. Seht ihr hier, da haben wir jetzt unsere Schmiede rangepfeffert, neben dem Dorfplatz. Und jetzt gucken wir mal. Die Balliste haben wir wahrscheinlich schon. Dann kaufen wir gleich mal noch das Erste-Hilfe-Zelt und den Munitionswagen. Dann haben wir jetzt einmal alles an Kriegsgeräten. Oder? Genau, seht ihr, hier unten ist jetzt alles voll. Schauen wir, ob wir noch irgendwas anheuern können. Wir können noch 16 Quälgeister anheuern. Ach, Entschuldigung. Dann tun wir das doch an dieser Stelle. Und gehen hier auch noch mal hin. Da haben wir nochmal einen Tiegel der Quälgeister. Das heißt, da bekommen wir nochmal welche. Nochmal 16 geschenkt an dieser Stelle.
Das geht ja gleich super los. An mir sehe ich schon irgendwas Grünes stehen. Da steht schon ein grüner Held oder sowas. Du bist doch mal ganz grün hinter den Ohren. Ich mache ich platt. Oder? Drehe ich erstmal um. Ein oranger Grenzposten. Was gibt's denn so Cooles hinter dem Grenzposten, ist die große Frage. Aber hier kommen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. Eine Militärstation. Da können wir uns Teufel anheuern und so. Falls wir das in dieser Mission noch nicht bauen können. Das ist ja natürlich spannend. So, mit Enter ging es dann weiter. Ja, mit der Facecam, also es ist jetzt nicht die erste Aufnahme, die ich hier jetzt so mache, sondern die zweite quasi. Also ich habe The Walking Dead schon aufgenommen für die Zukunft. Das wird auch dann, ich weiß gar nicht, ob es, glaube ich, müsste jetzt so ziemlich zeitgleich gerade aktuell sein, während die Folge hier veröffentlicht wird. Und da habe ich festgestellt, dass wir ein leichtes Problem haben. Oder ich habe ein leichtes Problem, ihr habt eher keins. Ihr müsst es dann nur sehen, das Ergebnis. Dass ich bei längeren Aufnahmen eine leichte Asynchronität hinbekomme. Also, dass die natürlich die Fraps-Video-File, die passt, die Audacity-Audio-File passt. Aber eben das kleine Picture-in-Picture-Fenster, das ist ein bisschen asynchron. Das hinkt um minimal hinterher. Also ich glaube, nach 2 Stunden oder sowas sind das 3-4 Frames oder so. Aber das sieht man halt doch, dass die Lippen so ein bisschen asynchron werden. Da muss ich jetzt erstmal gucken, wie ich mich darum kümmere, dass wir das, dass ich das behebe. Was können wir hier noch alles Cooles bauen? Noch keine wirklichen... Da, den Mondturm können wir als nächstes bauen. Der interessiert mich aber noch nicht so. Ich möchte lieber, das hier mal bauen, damit schneller Kohle gibt. Was ändert sich? Ach, da bekomme ich hier unten so einen neuen Sockel ran. Und ach, seht ihr, da hinten, da kommt auch eine neue Brücke dazu nach und nach. Da werden also immer mehr Verbindungen gezogen. Mist, ich habe die 16 Quellgeister gar nicht mitgenommen, die wir da angeheuert haben. Ach, Anfängerfehler. Und da haben wir den Gegner. Ja genau, das muss ich halt mal gucken, wie ich das dann entsprechend am klügsten machen werde. So, wo sind wir denn? Vielleicht indem ich jetzt einfach erstmal nicht so lange Chunks aufnehme, sondern halt nach einer Stunde mal Pause mache und eine Aufnahme sichere oder so. Dann sollte das auf jeden Fall ganz effektiv behoben sein. Jetzt sollte ich aber gerne wissen, da ist niemand drin und der hier... Gilraen, du hast eine Armee, die ich platt machen kann. Kehr um und geh fort, Dämon. Deine brennenden Füße sollen unsere Wiesen nicht betreten. Zur Seite, Blumenschnüffler. Ich habe mit Tiero gesprochen. Ich muss weiter zum Irisus-Meer. Tiero? Er ist nur eine Legende. Deine Hufe werden keinen einzigen Halm von Sylanas Gras verbrennen. Ihr halsstarrigen Baumliebchen. Ich habe keine Zeit für diesen Unsinn. Tötet sie. Ja, alle abschlachten. Da freuen sich die Dämonen. Und wir freuen uns auch, mal den Elfen hübsch in den Arsch zu treten. Wo bauen wir denn wen auf? Die Pferde hatte ich immer hier unten. Jetzt ziehen wir euch mal hier hoch. Und nein, 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 du nicht. So. Dann sollte das erstmal passen, würde ich sagen. Als erstes dürfen hier die Klingentänze ran. Bis dahin möchte ich eigentlich gerne hier an den Fernkämpfern sein. Und die teilweise umgeschlachtet haben. Zieht mal nach vorne, mein Kanonenfutter. Und die stehlen automatisch Mana von gegnerischen Helden. Das war also das, was die immer machen, zu Beginn einer Runde. Hier, ihr beschwert mal was.
Vielleicht brauchen wir es ja. Ich glaube es eigentlich nicht, aber... So, lassen wir es ja als erstes mal hier auf die Unholde reinhauen. Dann könnt ihr mal nach hier hinziehen. Was? Geflohen? Du Mumu! Naja, was soll's, ich rede eh mit dem Elfen. Sie gut für sterngeguckende Poeten. Tun sie gar nicht. Wenn ich zu Tiero durchkommen will, muss ich die Städte unterwegs erobern. Elfenstädte erobern. Gilraeins Armee ist zwar besiegt worden, ja, also die lösen sich halt auf, wenn man flieht, ne? Aber er selbst konnte fliehen. Jetzt stellt Gilraein eine neue Armee auf, so dass Agriel bald noch einmal gegen ihn kämpfen muss. Das wird ganz sicher eine Entscheidungsschlacht. Ja, ich glaub's. Also, erobert alle elfischen Städte. Besiegt den gegnerischen Helden. Agriel muss überleben. Alles klar, Chef. Geht steil. Und was ist Chaosportale? Magiergilde. Tiegel der Unholde. Dann holen wir uns jetzt mal einen Tiegel der Unholde. Ich brauche vor allem dringend mal irgendein Ressourceneinkommen. Ganz dringend. Aber das geht jetzt hoffentlich gleich los. Da oben sehe ich ja schon mal was. Hier, das ist Quecksilber kommt da raus. Ah, sorry, mir kratzt halt ein bisschen. Tja, lasse ich irgendwen hier, aber eigentlich brauche ich, glaube ich, niemanden hier lassen. Der wird sich eh nicht an mir vorbeischleichen können. Jetzt hier, dann gehen wir da mal vorbei und schauen, ob es uns eine Fähigkeit gibt. Eine alte Hexe, die in einer merkwürdigen Hütte lebt, heißt euch willkommen und hilft euch aus unerfindlichen Gründen, indem sie euch einfache Erleuchtung lehrt. Das ist irgendwas mit Magie, ist das? Der Held bekommt für jeweils 3 auch bereits erworbene Erfahrungsstufen plus 1 auf einen seiner Attributswerte sowie 10% Bonus auf seine im Kampf erworbene Erfahrung. Das ist nicht schlecht, dann leveln wir noch schneller. Ah, seht ihr hier, gibt es noch 75 Erfahrungen dazu. Und schon wieder ein Level Up, das ging schnell. Bimssteinregen, das kenne ich ja noch gar nicht. Das Katapult erhält noch einen zusätzlichen Schuss, bis zu 3 Schüsse hintereinander, falls der Held die Befähigung Katapult hat. Das ist ganz schön cool eigentlich, aber es gibt auch andere coole Fähigkeiten. Eigentlich 3 Stück gerade. Wir bekommen noch geübte Erleuchten, dass das von eben noch verbessert. Und Taktik, und das möchte ich gerne nehmen, das ist nämlich das, wo wir jetzt auf einmal 3 Felder zum Aufstellen von unseren Viechern haben, anstatt nur 2. So, dann gehen wir einmal den pinken Schwan beglücken. Und da haben wir endlich die erste Erzgrube. Steinbruch wollte ich schon sagen. Ja, hier geht's jetzt langsam los mit den ganzen Gebäuden, ihr seht's auf der Minimap. Wird Zeit, damit wir unsere Stadt hier auch mal am Leben erhalten können. Eigentlich müsste ich relativ bald den Marktplatz auch mal bauen. Vielleicht machen wir das sogar jetzt mal. Beide Stufen nämlich. Weil dann bekommen wir ja ab der 2. Stufe bekommen wir wieder unsere Fraktionsressource. Hier ist es, glaube ich, Schwefel, die wir dann zum Anheuern von Teufeln brauchen. Ja, bauen wir mal. Ich weiß zwar nicht, ob wir das schon... Genau, da seht ihr, Vorratsspeicher gibt uns 1 Schwefel pro Tag. Ich weiß zwar noch nicht, ob wir in dieser Mission hier überhaupt so hoch bauen können. Aber schaden kann es ja mal nichts, jetzt schon mal die wichtigen Ressourcen anfangen zu sammeln. Und wir müssen wieder alles neu aufstellen, aber ab dann müsste eigentlich erledigt sein. So, und ihr hier noch. Und die Mädels lassen wir einfach da stehen. Die stehen hier eigentlich an einer guten Stelle. So, bringen wir sie um. Eiskalt. Und sie fliehen in Horror und Panik. Sehr gut.